Ah, du bist schon da. Also, das ist das Thema, wie du Schritt für Schritt deinen Fotografiestil findest. Und dazu gebe ich dir heute 3 Punkte, wie du das schnellstmöglich und am besten erreichen kannst. Also, los geht's. Wow, ihr seid super, danke schön. So, du siehst hier, ich habe dir schon mal 3 Fragen aufgeschrieben, die enorm wichtig sind für, wie du Schritt für Schritt deinen Fotografiestil findest. Weil diese Fragen stellen sich leider die wenigsten am Anfang und brauchen Jahre, um irgendwie nur ihren eigenen Fotografiestil zu finden. Also kommen wir auf die Fragen zu sprechen. Und zwar Frage Nummer 1. Stell dir bitte, setz dich mal hin und du folgst bestimmt sehr, sehr vielen Fotografen. Du folgst sehr, sehr vielen Fotografen. Es sind viele Fotografen, die zu deinen Favoriten gehören. Und dann frag dich einfach mal, welche Bilder gefallen mir? Welche Bilder gefallen mir? Von welchen Fotografen zum Beispiel, welche Bilder gefallen mir? Warum sollst du dir diese Frage stellen? Ganz einfach, weil du dadurch schon mal eine ganz grobe Richtung herausfinden kannst, in welche es dich zieht, wo dein Herz liegt. Das heißt, wenn du verschiedene Fotografen hast und diese verschiedenen Fotografen haben auch verschiedene Stile, einer klassisch, der andere Vintage, der andere Boho, was weiß ich, alles Mögliche. So, und dir gefallen jeweils verschiedene Fotografen. Das heißt, dass du eher in verschiedenen Bereichen dich wohlfühlst. Sind es aber Fotografen, die mehr oder weniger den gleichen Stil fahren, zum Beispiel Vintage oder vielleicht den klassischen Stil, und dir gefallen auch diese Bilder, dann wirst du auch sicher feststellen, dass das diese Richtung ist, die dich mehr anzieht, beziehungsweise wo dein Herz liegt. Also hiermit, mit der Frage Nummer 1, kannst du schon mal direkt eine grobe Richtung herausfinden, was dir am besten gefällt und was dir am besten, wo dein Herz liegt. Mit der Frage Nummer 2, was genau gefällt mir dir an diesen Bildern? Es ist eine ganz wichtige Frage, weil du dadurch einfach erstmal dich schon beginnst, mit den Bildern zu beschäftigen. Was ist es, was dir an diesen Bildern gefällt? So, ist es die Lichtführung? Ist es die Bildkomposition? Sind es die Emotionen? Ist es das Posing? Ist es die Bildbearbeitung? Was genau gefällt dir an diesen Bildern? Weil nur wenn du weißt, was genau dir in diesen Bildern gefällt, kannst du auch ganz genau diese Elemente herausarbeiten und dann später in der Frage Nummer 3, wie kann ich das Bild nachstellen, auch mit implementieren. Das bedeutet, ohne diese Frage Nummer 3, wird das alles nutzlos sein, weil du einfach hingehen musst und jetzt hin eins dieser Bilder nehmen kannst oder die Situation, was auch immer, und versuchst, dieses Bild einfach mal nachzustellen. Vielleicht nicht 100% 1:1 nachzustellen, aber so ähnlich, weil sobald du diesen Prozess angestoßen hast, also das heißt hier den Prozess angestoßen hast und dann in die Umsetzung gehst, wirst du einfach herausfinden für dich selbst, okay, liegt mir das? Ist das überhaupt so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe, nachzumachen? Macht es mir Spaß, diesen Fotografiestil so umzusetzen? Ist der Workflow für diesen Fotografiestil, weil sehr, sehr viele Fotografiestile, wie zum Beispiel meiner, ist sehr aufwendig, um das auch zu fotografieren. Und man muss viel Technikwissen haben, man muss viel experimentieren, ist nicht leicht nachzustellen. So, dann wirst du aber sicher feststellen, okay, das macht mir nicht so viel Spaß, weil es viel zu viel Aufwand für mich ist. So, und hiermit kannst du auch natürlich das herausfinden. Aber hiermit wirst du auch ganz, ganz sicher feststellen oder sicherstellen, dass du das Bild nicht nachmachst, sondern bei dem Nachstellungsprozess einfach dich als Persönlichkeit mit implementierst oder mit hereinbringst. Das heißt, du versuchst eine Emotion, eine Pose nachzustellen. Dazu nimmst du ein Pärchen. Dieses Pärchen ist aber wiederum ein anderes Pärchen, welches du auf dem Bild gesehen hast. Das heißt, dieses Pärchen ist vom Charakter anders. Es kann diese Gefühle vielleicht nicht genauso darstellen, es stellt diese Gefühle anders dar. Die Pose, die du gesehen hast in dem Bild, ist vielleicht nicht so ganz optimal und du sagst, hey, hier wäre es ganz cool, wenn die Braut den Bräutigam noch mehr anlächelt, direkt in die Augen schaut und so weiter. Veränderst du ein wenig, modifizierst das Bild. Dann sagst du, okay, der Hintergrund war jetzt nicht optimal, ich würde es eher viel, viel mehr zu der Sonne drehen, dass die Sonne noch weiter von hinten kommt, einfach irgendwie so ein bisschen durchscheint. So, veränderst du wieder das Bild. Und am Schluss des Tages hast du keine Kopie von dem Bild, sondern dein eigenes Bild, weil du dieses Bild selbst komponiert hast. Du hast die Gefühle mit reingebracht, implementiert, du hast den Auslöser selbst gedrückt und das ist am Ende des Tages dein Bild. Wir sind leider, also in Deutschland ist es leider so, ja, du darfst nichts nachmachen, du darfst nichts kopieren, aber nur so lernst du. Nur so lernst du und kannst herausfinden, ob das dir Spaß macht, beziehungsweise ob dieser Stil
etwas für dich ist und ob du in dieser Richtung auch weiterarbeiten möchtest. Ansonsten bist du zwischen zwei Stühlen und weiß einfach nicht, bist hin und her gerissen, weiß einfach nicht, was du machen sollst. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, üben. Also ohne das Üben wird es auch leider nicht funktionieren. Und du kannst auch verschiedene Elemente für deinen Fotografiestil, um den zu verfestigen oder einen Wiedererkennungswert zu schaffen, kannst du auch verschiedene Elemente mit in das Bild reinbringen. Es gibt viele Fotografen, die fotografieren immer mit ein und derselben Brennweite. Immer ein und derselben Abstand, immer ein und dieselbe Brennweite, sodass die Bilder komplett, die ganzen Bilder ungefähr alle gleich aussehen. Dementsprechend kannst du auch sagen, hey, das ist ein Stil. So, dass du vielleicht ein und dieselbe Brennweite immer verwendest, dass du vielleicht ein und dieselbe Pose immer verwendest, in jeder Hochzeit, in jedem Reportage, was auch immer, dass du immer ein und dieselbe Pose verwendest und diese Pose dann zu deinem Wiedererkennungsmerkmal machst. Dann zum Beispiel immer die gleiche Location. Wovon lebt Vintage-Fotografie? Vintage-Fotografie lebt immer mehr oder weniger von der gleichen Location. Das heißt, es ist irgendwie Wiese, es ist immer Wald, es ist immer irgendwie diese Situation, Berge, was auch immer. Es ist mehr oder weniger immer die gleiche Location. Also das heißt, es ist ein Wiedererkennungswert. Dann zum Beispiel die Lichtführung. Ganz enorm wichtig. Ist es am Tag gemacht worden? Ist es am Abend gemacht worden? Ist es in der knallen Sonne gemacht worden? Ist es eine Gegenlichtaufnahme? Ist es ein direktes Licht? Ist es Blitzen? Ist es Kunstlicht? Diese Elemente kannst du herausarbeiten und für dich einfach als Wiedererkennungsmerkmal auch nutzen. Und Punkt Nummer 5, die Bearbeitung. Weil viele, viele Bilder sehen bei sehr, sehr vielen Fotografen sehen die Bilder alle gleich aus. Nur die Bearbeitung unterscheidet sich und die Bearbeitung macht mehr oder weniger den Stil wieder aus. Ob du dein eigenes Preset verwendest oder ein gekauftes Preset und das modifizierst und dann auf deine Bilder implementierst. Aber dadurch, dass du immer ein und dieselbe Bearbeitung, ein und denselben Stil anwendest bei deiner Bearbeitung, kannst du auch diesen Stil zu deinem eigenen machen, dementsprechend auch einen Wiedererkennungswert schaffen. Ganz, ganz wichtig. Und das nächste, und das ist ein Gratis-Tipp von mir an dich, ein Gratis-Tipp. Und zwar, wenn du das schon mal alles herausgearbeitet hast hier, und du weißt, hey, das ist geil, das mache ich, das wird richtig cool sein, das möchte ich gerne zu meinem Wiedererkennungsmerkmal machen. Dann musst du das auch nach außen kommunizieren, das ist ganz logisch. Wenn du es nicht kommunizierst, dann wird es auch keiner wissen, dass es zu deinem Fotografiestil gehört, dass du das überhaupt machst. Wenn du nicht schreist, juhu, ich bin der Hochzeitsfotograf Vasili, dann wird es auch keiner erfahren. Wenn du nicht nach außen schreist, hey, schaut mal, so wird das gemacht, so wird das Bild gemacht, so mache ich das und das zieht sich bei mir in allen Bildern durch, dann wissen die Leute auch, beziehungsweise auch deine Kunden, deine Brautpaare, dass diese Bilder nur bei dir es gibt und bei keinem anderen Hochzeitsfotografen. Das musst du einfach ganz klipp und klar kommunizieren. Ansonsten, ohne diese Kommunikation, wirst du leider auch kein Wiedererkennungsmerkmal dir verschaffen können, weil es sieht keiner, es weiß keiner, dass du es machst. Es könnte vielleicht jemand anders sein. Es ist nicht du, wenn du es nicht nach außen schreist. Also, aus diesem Grund, diese drei Punkte, enorm wichtig. Punkt Nummer 1, welche Bilder gefallen mir? Punkt Nummer 2, was genau gefällt mir in diesen Bildern? Das ist dann eine Bildanalyse, die du dann auf jeden Fall erstellen solltest. Und wie kann ich das Bild nachmachen? Welche Gegebenheiten müssen gegeben sein? Welche Gegebenheiten müssen gegeben sein, damit, hey, hier fliegt eine Fliege rum. Welche Gegebenheiten müssen vorhanden sein, damit ich dieses Bild überhaupt nachstellen kann? Lichtverhältnisse, Location, Lichtführung, Composing, Bildsprache, Story, was muss gegeben sein? Und dementsprechend dann auch das Ganze nach außen schneiden, wenn du dein Bildstil gefunden hast. Also, ich muss jetzt hier die Mücke mal hier verscheuchen. Aus diesem Grund, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Like von dir freuen. Gib mir einen Like, teile das Video mit jedem, der noch nicht seinen Fotografiestil hat und wenn du mir auf Instagram folgen willst, dann findest du einen Link unterhalb des Videos, wo du dann auf mein Instagram-Profil kommst und dir auch dementsprechend natürlich Inspiration für weitere Bilder finden kannst. Und jetzt mache ich einfach mal hier Schluss, weil die Fliege mir mächtig auf die Nerven geht. Aus diesem Grund, denk immer dran, bleib niemals stehen. Wer stehen bleibt, der wächst nicht. Hier war der Seele. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich gehe jetzt die Fliege verscheuchen. Mensch. So. Geh weg.